Überprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns US nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Touchdown? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Jojo, Leute. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen und am Leben. Zurück hier zu Battlefield 4 in der eisigen Wüste. Im Niemandsland. Keine Ahnung, wo das ist. Jo, zwei Tage später. Lol. Soll ich lieber fahren, Irish? So gut, Hannah, ich schaff das. Ich komme hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist das weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Ginger meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kam Chance und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Das war, muss ich sagen, das wusste ich. Pass auf, es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Russen! Haben sie uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus, es sind so viele, verdammt! Leise, Marie! Komm, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben 3 Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute. Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse. Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker, Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich. Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist 1 Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier. Zieht Leine! Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Jetzt, sobald wir bei den US-Truppen sind, müssen wir es der Valkyrie mitteilen. So, Garrison jetzt. Weiß, wen er an Bord hat. Oder, Hannah? Oh, fuck. Du Scheiße. Also die Russen. Runter, schnell! Tja, leb mal. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen Shang. Unsere Informationen waren korrekt. Röcker, Raketenwerfer auf dem Dach. Welche Infos? Die, für die Dunn gestorben ist. Was geht denn da auf dem Dach?
du gesagt? Nee, ist keine. Wir haben Kontakt! Ja, wir down schon. Alter, die Beton hält viel, ey. Oh, fuck. Alter. Ich weiß nicht, wohin ich renne, einfach mal. Ich hätte überhaupt abgeschossen, aber ich weiß nicht, wo. Dort. Fängt schon gut an. Ich sehe schon voraus, dass wir wieder 2 Minuten sterben werden. Oh fuck. Schock gerade, aber ich weiß, dass sie kommen. Unterstützen, Shang. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Die, für die Dunn gestorben ist. Wieder patrouilliert hier. Der Scheißpanzer. Alter, scheiß Patzer, ey. Wow. Rack, kommst du an den Raketenwerfer? Ich weiß nicht, wo der ist. Leck. Fuck. Der Raketenwerfer, ey. Wow, das hier. Ja. Raketenwerfer ist da, würde ich sagen. Wo ist denn der? Ich habe länger überlegt, als ich dachte. Fahrzeug, Fahrzeug, runter.
Höcker. Raketenwerfer auf dem Dach. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen Shang. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Die, für die Dunn gestorben ist. Da, oder was? In Ordnung, Wrecker! Nein, 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 nicht angreifen! Oh mein Gott, ist behindert. Wie behindert bin ich? Schlecht. Wow. Stimmt doch. Lol. Boah.
Jawohl. So geht das. Seite. Au. Oh, da ist ein MP aus. Hey, häng ich schon wieder fest, Alter. Was ist denn das, ey? Schon. Ja, so gut im Fahren. Ja, eine normale Waffe gegen Panzer. Okay, shoot it!
durch diese herkommen. Wow. Wir müssen die AOP loswerden. Lebt noch der Penner. Alter, was war jetzt schon wieder? Ey, was hab ich jetzt getötet? Auch mal einen scheiß Raketenwerfer von irgendwo. Oh, komm. Boah, keine Muni. Ich war arsch. Mein Gott. Die scheiße Distanz, Alter. Mein Gott, ist die scheiße. Mein Gott. Mit der kann man nicht kämpfen. Alter! Die Scheiße, Mann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ey, will der mich eigentlich verarschen? Oh. Der stirbt da. Meine Fresse, Mann. Ah, oh, geh doch hoch. Let's go.
Scheint das doch nicht oben komisch an. Keine Munition. Er hat keine Munition. Alter, warum haben wir keine Munition mehr? Wow! Wow, der lebt ja noch, Alter. Oh mein Gott. Stirbt, Alter. Damn. Was ist das, Alter? Das knallt denn so hart ab, Alter. Ey, Junge. Wow. Ist da noch ein Platz, oder was? Alter, Alter. Keine Chance, Mann. Einfach keine Chance. Wow, Granate. Feuer bestimmt. Oh, ich einfach nicht treffen, Mann. Oh, keine Waffe, Alter. Oh, wollt ihr mich verarschen, ey? Oh, Mann. Ich hab keine Waffe, Mann. Wir haben alle keine Waffe. Alter! Der Penner. Ja, Gadget, ich will kein Gadget, ich will Munition, aua. Aua! Was ist das, Alter? Hey, ich komm hier nicht weiter, ne? Ich weiß nicht, wer mich immer abschießt. Alter, die mit ihren scheiß Splitgranaten, ey. Tot. Oh, diesmal nicht tot. Nein, oder? Alter.
haben die Brücke abgeriegelt. Geil. Und wieder drin Munition. Ich weggebounced hab. Ist hier keine Leiche mehr. Und der nächste auch noch. Stone, richtig? Danke für die Hilfe da draußen. Kein Problem, Marine. Wir helfen gerne. Ja. Auch keine Munition. Tombstone, Major Greenland erwartet euch. Die Munition? Schön euch zu sehen, Jungs. Ihr müsst durch die Hölle gegangen sein, um hierher zu kommen. Mann, hab ich einen Hunger. Hey Marine, habt ihr irgendwas zu futtern? Klar, beim Hauptquartier gibt's Notrationen. Bedient euch. Danke, Mann. Ja, los rennt. Nein, ich denke nicht. Hä? Was? Okay. Geht klar. Interessiert mich ein Scheiß, was Sie tun müssen. Erledigen Sie es einfach. Wir haben 3 Tage nicht geschlafen und gegessen. Seid ihr Tombstone? Allerdings, Ma'am. Wir haben eine halbe Stunde, bis die Russen zurück sind. Ich will, dass alle was zu essen kriegen. Ich schicke Hilfe zum Verteilen der Rationen. Notrationen, genau. Fragen, los. Major, ich... Ihr folgt ihm. Wir haben Greenland gefunden. Gehen wir, Wrecker. Warum seid ihr noch hier? Kurz gesagt, Ma'am, wir sitzen hinter feindlichen Linien fest. Wir möchten zurück auf unser Schiff. Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Die USS Valkyrie. Inzwischen vermutlich im Roten Meer. Oh Gottchen, seid ihr runtergefallen? Wo ist mein Kaffee? Ma'am, es ist sehr wichtig, dass uns jemand nach Westen bringt. Die Russen sind vor 3 Tagen gelandet. Es kommen noch Bodentruppen nach. Unsere Versorgungswege sind abgeschnitten. Und wir sind 12-1 unterlegen. Egal wie eure Befehle lauten. Meine lauten anders. Sofort hinlegen. Das ist ein wahres Teufelszeug. Wie stark sind die Russen in der Luft? Unantastbar. Mobile Sams decken die Küste unterm Damm. Sie sind gut verteidigt. Sams Stellungen unter dem Damm. Und wir sind hier. Hier oben. All unsere Truppen sind hier oben. Und das Flugfeld. Sind noch Zivilisten da? Evakuiert, Sergeant. Keine Zivilisten. Korrekt. Stadt ist leer. Was schlagen Sie vor? Ich habe keine Ahnung, Major. Es ist schade, dass Sie uns nicht helfen können. Wir transportieren aber gern noch mehr Sprengstoff, wenn noch welcher da ist. Und wir dafür einen Wagen kriegen. Draußen steht einer. Aber bringt ihn heile zurück. Wir haben auch ein paar Funkgeräte, damit ihr in Kontakt bleiben könnt. Untereinander. Lasst mich da raus. Ich will nichts hören, bis ihr Erfolg habt. Dann bringe ich euch nach Westen. Danke, Major. Pass auf den Sprengstoff auf. Ob das eine gute Idee ist? Das ist die wohl beschisseste Idee aller Zeiten. Also gut. Es wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Wrecker, du siehst echt scheiße aus. Mach mal die Augen zu und ruh dich aus. Ich weck dich, wenn wir uns dem Damm nähern. Und schlafen.